Oh, das Video hat schon angefangen. Hier sind weitere 5 Zeitmanagement-Tipps. Tipp Nummer 6 bis Tipp Nummer 10. Wenn du an den anderen Zeitmanagement-Tipps interessiert bist, dann besuche authenticgermanlearning.com/Zeit. Los geht's! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Lernen einer Sprache und dem Erwerben einer Sprache. Man kann Grammatik beziehungsweise eine Sprache im Allgemeinen entweder lernen oder erwerben. Beim Lernen denken wir bewusst über die Regeln nach. Wir lernen Grammatikregeln auswendig. Und beim Erwerben passiert das Ganze unbewusst. Dadurch, dass du dieses Video schaust, erwirbst du unbewusst die deutsche Sprache. Ich brauche dir keine Grammatikregeln zu erklären, weil dein Gehirn die Muster erkennt. Der Erwerb einer Sprache ist weitaus effektiver als das Lernen einer Sprache. Tipp Nummer 6. Habe immer die Möglichkeit, dir Notizen zu machen. Ideen kommen zu allen Zeiten. Lese auch regelmäßig deine Notizen und lass Taten folgen. Tipp Nummer 7. Organisiere deine E-Mails nach deinen Prioritäten. Ich empfehle Inbox von Google. Damit kannst du E-Mails abhaken, ohne sie zu löschen oder sie vertagen, sodass du später nochmal erinnert wirst. Tipp Nummer 8. Wenn du dich mit Leuten triffst, stelle sicher, dass das Treffen für dich auch nützlich ist. Das ist sehr wichtig. Achte darauf, dass die Zeit sinnvoll gestaltet wird. Und natürlich möchtest du dich ab und zu mal mit Freunden treffen und so. Das ist auch nützlich. Das fördert auch deine Ziele. Ja? Wichtig ist, dass du dich nicht mit Leuten triffst, und die Zeit ist eigentlich vergeudet. Wichtig ist, dass du auch solche Treffen möglichst schnell beendest. Für manche Leute ist es schwierig zu sagen, okay, vielen Dank, schön dich gesehen zu haben, ich muss jetzt gehen. Ja, für viele Leute ist es schwierig zu sagen, okay, jetzt ist es genug für mich? Ich bin hier fertig, ich möchte gehen. Ja? Es ist wichtig, dass man Treffen nur so lange macht, wie es auch für einen nützlich ist. Beziehungsweise, wenn man anderen Leuten hilft, ist es ja auch für dich nützlich. Tipp Nummer 9. Lehne jede Aktivität ab, die nicht deinen Zielen entspricht. Ja. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass dir manche deiner Ziele nicht ganz bewusst sind. Bei einer Freundschaft zum Beispiel, da möchtest du zum Beispiel auch Umzugshilfe geben und das entspricht auch deinen Zielen, weil du dir eine gute Freundschaft wünschst. Ja. Also lehne jede Aktivität ab, die nicht deinen Zielen entsprechen, aber Freunden helfen und
sich mit Freunden treffen entspricht ja auch deinen Zielen. Tipp Nummer 10. Konzentriere dich auf die Tätigkeiten, die die meiste Wirkung haben. Ja? Hüte dich vor dem Perfektionismus. Oft reicht es aus, eine Tätigkeit nur bis zu einem bestimmten Punkt zu erledigen. Ja? Oft ist es nützlich, nach einer Weile abzubrechen und sagen, okay, ich bin hier fertig und dann sparst du ganz viel Zeit. Hüte dich vor dem Perfektionismus. Du musst eine Aufgabe nicht perfekt erledigen. Und das ist, was gemeint ist, wenn ich sage, konzentriere dich auf die Tätigkeiten, die die meiste Wirkung haben. Wenn eine Tätigkeit gut genug erledigt wurde, dann ist es oft ausreichend. Du musst nicht noch viele Stunden investieren, um es perfekt zu machen. Das waren Tipps 6 bis 10. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn du an den anderen Zeitmanagement-Tipps interessiert bist, dann besuche authenticgermanlearning.com/Zeit. Bis morgen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, da dieses Projekt erst durch deine Teilnahme möglich ist. Eine kleine Bitte zum Schluss. Atme tief ein und wieder aus. Mehr nicht. Das war's. Tschüss. Bis morgen.